Ich bin Gordana Wozniak-Knopp und ich bin ein Mitglied einer sehr erfolgreichen und sehr netten Forschungsgruppe auf dem Department für Biotechnologie am Institut für molekulare Biotechnologie auf der BOKU. Im Rahmen des Christian-Doppler-Labors und einige Wissenschaftsfonds geförderte Projekte versuchen wir, die medizinisch breit angesetzten bispezifischen Antikörper sowohl wie Antikörper-Toxin-Konjugate zu erforschen. Wir versuchen aber auch, die Vielfalt der menschlichen Immunantwort rekombinant darzustellen und aus dem einen Wert für Menschengesundheit zu extrahieren. Das beste Erlebnis bei einer Neuerfindung ist diese unglaublich gewagte Idee, als materielle Wahrheit erleben zu dürfen und dabei zu wissen, dass es einen Unterschied für Leben und Gesundheit der Menschen machen wird. Das Erfinden ist eine Aufgabe, mit der schöpferischen Kraft die Welt zu verbessern. Es besteht einerseits aus harter Disziplin, die verleiht die Wissenschaft der Konsequenz und das Versprechen, für alle gleich auszuschauen, und auf andererseits aus spielerischer Neugier. Dieses rein exploratives Verhalten verlangt wieder, wahrgenommen zu werden. Ich bin der Meinung, dass man nie einmal entscheidet, ein Forscher zu sein. Es ist wie auf einen Walzer eingeladen zu werden. Und wenn es einmal und zweites Mal und ein drittes Mal passiert, weiß man, dass dies keine kurzweilige Unterhaltung ist, sondern man wurde eingeladen auf ein Leben. Vielleicht ist das eine Bestimmung. Ich hatte immer das Glück, exzellente Lehrer und Vorbilder auf der BOKU zu haben. Ich würde euch gerne mitgeben, dass es viel wert ist, eure Wünsche verwirklichen zu versuchen. Auch wenn es lange dauert. Für was Geringeres wie ein Traum möchten wir nicht leben. Umgebt euch mit Gleichgesinnten, die eine Welt wie ihr respektieren und ein Teil davon sein möchten. Und noch ein letzter Wunsch, seid immer neugierig, denn wenn ihr neugierig seid, ist einem nie langweilig.